Hey ho, es ist wieder soweit, es ist Amnesia-Zeit. Schluss mit dem Unsinn und wir machen weiter. Wir müssen hier auch schließlich weiterkommen. So, nachdem wir jetzt alles abgeklappert haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier irgendwas finden. Ich durchsuche jetzt nochmal jeden Raum. Den. Den. Was mich so irritiert ist, wenn ich diese hier verändere. Ne, das sind die, die so bleiben. Wenn ich diese verändere und wieder rausgehe, hängen die am Boden. Ich vermute. Also ich glaube, ich habe irgendwas mit Gleichgewicht gelesen, dass ich die in die gleiche Position bringen soll. Ich versuche das einfach mal. Wie gesagt, abstraktes Denken. Ist da irgendwie geklickt? Okay, da hat es gerade geklickt. Das wäre die einzige Option. Oh. Das wäre die einzige Option gewesen, die mir noch eingefallen ist. Und die klappt natürlich. Weil das hier ist ja stehen geblieben. Und somit müsste hier doch jetzt auch was passieren. Oder wir schauen mal, ob es jetzt funktioniert. Das wäre natürlich klasse. Oder müssen wir das hier auch in die gleiche Position bringen? Mitte, hoch, hoch, Mitte. Kommen wir endlich mal weiter. War das so? Ich hoffe mal. Ja, jetzt geht's. Juhu. Da dreht sich auch was. Wir kommen weiter. Okay. Irreparabel. Ah. Jawohl. Ich will es aber wieder haben. Es geht. Wir kommen auf jeden Fall weiter. Das ist gut.
Ja, genau. Ja. Komm zu Papa. Ey, weiter runter. Angehoben werden, um sie wieder frei zu bekommen. Angehoben? Müssen wir die andere hochfahren? Ah, falsch. Eventuell klappt's ja. Da kann ich auch nichts machen. Die ist stecken geblieben. Ist das hier wieder mit dem Rohr? Hat sich nichts getan. Komm mal runter hier. Wer baut denn außerdem auch so ein Rohr davor? Na egal. Ich schmeiß da mal einfach einen Stein gegen oder so. Wenn er so weit kommt. Nee. Es hat ja eben auch mit der rostigen Kette funktioniert. Aber dann fällt die doch ganz runter. Na, ich glaube, dass das so geskriptet ist, dass das schon irgendwie funktioniert soll. Boah. Brain. Regen, komm noch über mich. Juhu! So. Na, das lese ich jetzt nicht so gerne. Scheiße. Leichenhalle. Zwei Ölkanister. Oh Gott, oh Gott. Das sieht schon mal gut aus hier. Ja, super. Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. It has? For now. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. Das fängt ja gut an. Was für einen Weg nehmen wir denn? Oh, eine Ratte. Den blutigen Pfad oder den nicht blutigen? Ich gehe erstmal geradeaus.
Mayday now. This is ridiculous. Why doesn't someone come to this room? Hey! Anybody? Am I all alone here? Help! Help! I'm so tired. If I sleep, will I wake from this nightmare? If not, I pray my Heavenly Father will take me in my sleep. Ja. 2 Tage lang hier drin. Lecker. Hier ist ein Rohr. Ja. Ich schau mal direkt, was das zu bedeuten hat. Das feine Kupfer aus den Leichen sieht aus wie ein Teil eines chirurgischen Werkzeugs. Ja, total. Nee, irgendwas übersehen. Er hat schon versucht aufzukratzen, zu fliehen. Dahinter war ein Stein, das ist auch nicht schlecht. Also ich hätte versucht, hier oben rauszukrabbeln, aber egal. Ist ja sein Ding, ne? What the fuck? Jetzt müssen wir den Blutspuren folgen. Ist es bloß die Zunderbüchse? Denk dran mit dem Stoppen. Ich lese mal, ich überfliege das mal schnell. Krankheit, Unheil verschont. Ich muss dafür an, Impfstoff zu entwickeln. Gut, es geht um den Impfstoff. Boah, nee. Ist das krank? Nachher haben wir so eine Illusion. Agrippa, Agrippa, der Name ist auch öfters mal gefallen. Also mir graut's hier irgendwie. Ich will hier raus. Was haben wir denn hier für eines? Boah. Leichen über Leichen. Eine Blume. Das ist sau creepy alles hier. Hier habe ich eher Angst, dass da irgendwas rauskriecht. Der Körper ist immer in der Totenstarre und kann nicht älter als ein Tag sein. Das ist echt das erste Spiel, das hier irgendwie Glieder zeigt, ne? Das ist schon krass. So, jetzt beten wir mal schön und dann sägen wir dich mal auf. Ach, ich krieg das gar nicht gerade. Geht nicht.
Älter als ein Tag sein. Was soll mir das jetzt sagen? Soll ich irgendwas auf den werfen? Nee. Etwas fehlt. Bohrer? Oh. Alter. Kann nicht mehr verwendet werden. Was denn jetzt? Glas. Ich brauche das Blut oder was? Nein. Ich muss noch die Schädeldecke durchbrechen. Nein. Rohr? Joa, steck dir mal schön das Rohr da rein. Jetzt das Glas? Mhm. Nadel rein. Auch nicht schlecht. Jetzt das Glas. Was soll das denn? Muss ich das auf den Boden legen? Ich hab sonst nichts mehr. Mach mir keine Angst hier. Anscheinend fehlt uns was. Was soll uns denn fehlen? Wir waren doch überall. Irgendwas hier drin. Nee. Hey, geh weiter. Liegt hier noch irgendwas rum? Oh, was habe ich gemacht? Ich habe einfach nur drauf geklickt. Ach, der hat da jetzt dran gesaugt, oder was? Bah! Du Schmutzfink. Bah! Ekelhaft. Oh, fuck! Fuck! Uah. Oh Gott! Lass bloß nicht hier reinkommen, bloß nicht. Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Ich bin in einer Halle voller Leichen. Da draußen ist ein Monster. Ist es weg? Öl, der krebelt uns ab. Ich würde sagen, schnell raus hier. Schnell raus hier.
Oh Gott. Holla die Waldfee, was für ein Trip. Wir haben zwar jetzt nichts eingesammelt, aber irgendwas gelutscht. Und ich glaube, das ist der Impfstoff gewesen dafür, dass ich das hier... Alter, hast du das schon immer? Hängt der da ab? Geht's gerade nicht so gut. Ich würde auch damit sagen, wir beenden jetzt diese Folge. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Und ich versuche mal, ob ich hier jetzt durch kann. Wenn nicht, kann ich. Habe ich keine Ahnung, was wir hier übersehen haben. Bis gleich, Leute. Macht's gut.